Stavermann, 8 Filialen im Osnabrücker Land und Münster. Unsere Profis rund ums Grün beraten Sie vor Ort, auch in Ihrem Garten. Kommen Sie jetzt vorbei und vereinbaren einen Termin. Wir brauchen gar nicht weiterschauen, was dann in München ist oder Mannheim. Jetzt zählt erstmal der Fokus auf Verl. Und wenn wir das ziehen, dann gehen wir auch den nächsten Schritt. Weil wir müssen einfach uns fokussieren, dass jedes Spiel womöglich irgendwo auch ein gewisses Endspiel ist. Wenn die anderen gewinnen, ja, sind wir unter Zugzwang. Und wir wollen aber gar nicht auf die anderen schauen. Wenn wir unsere Spiele ziehen, dann bin ich da ganz optimistisch. Wenn man ein paar Tage raus ist, ja, dann merkt man, wie geil es dann ist, wieder auf dem Trainingsplatz zu stehen. Auch wenn man manchmal womöglich abgefuckt ist oder sonst was, da merkt man einfach, alle haben Bock, alle haben dieses Ziel noch vor Augen. Und ich glaube, das ist jetzt wichtig, dass wir diese positive Energie, die wir jetzt von letzter Woche irgendwie dann umwandeln müssen, wo wir dann pausieren mussten, dass wir jetzt alles in die Waagschale setzen, um am Montag dreifach zu punkten. Ja, wenn man das jetzt so mitbekommt und sieht, wo wir heute dann wieder trainiert haben, wenn wir heute früh Bescheid bekommen, dass wir wieder ausweichen müssen, dann ist das natürlich für mich als Spieler oder generell als Mannschaft, dann nervt das, gar keine Frage. Wir wollen hier mit Profibedingungen arbeiten, wir stecken das als Team, muss ich sagen, Kompliment, richtig gut weg, aber ja, es ist alles andere als professionell, dass wir hier oder in der Woche 3-4 Mal woanders trainieren müssen. Aber wir nehmen es an, machen das Beste raus, wir wollen da nicht lamentieren oder Ausreden suchen. Wenn man dann tagtäglich so zusammenarbeitet, dann muss ich sagen, verliert man da eine ganz wichtige Person, die einen die Jahre begleitet hat, die einen weiterentwickelt hat, nicht nur sportlich, auch menschlich, immer ein Ansprechpartner, also viel mitgenommen die Zeit und wirklich schade. Ich glaube, da spreche ich für den gesamten Verein oder auch für die Teuter. Für mich persönlich schade, dass Rollo geht. Immer Spaß gehabt, immer ein Spruch auf Lager und deswegen Rollo kannte auch damals die Situation als Nummer 2. Die habe ich am Anfang hier auch kennengelernt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass du dich da einfach auch austauschen kannst, wie man mit der Situation umgeht. Und das war ein wichtiger Faktor. Ich glaube, das Wichtigste ist die Person. Und da ist er, glaube ich, immer gleich geblieben. Kann man sich immer drauf verlassen. Aber jetzt wollen wir nicht zu viel loben. Ne? Vom Namen her kenne ich ihn. Er war damals auch im Jugendverein, wo ich gespielt habe, damals noch bei LR Aalen. Aber Austausch hatten wir bisher noch nicht. Ich denke mal, wird irgendwann folgen, aber jetzt ist erstmal der Fokus auf uns und wenn er sich dann meldet, dann freue ich mich.